Das ist sehr seltsam. Und drohende Gefahren? Das ergibt ja gar keinen Sinn. Es besteht keine Verbindung zwischen den Sijix und diesen Ruinen. Und von ihrem Orden hat seit langer Zeit niemand mehr etwas gesehen. Vielleicht sollten wir einen Blick in diese Särge werfen. Jetzt seid bitte sehr vorsichtig. Wer weiß, was wir finden. Jetzt fordert er uns auch noch zum Leichenschänden auf. Särge öffnen, Leichenschänden. Sag mal, bin ich hier in einer Leichenfletterer-Akademie gelandet oder wie oder was oder wo oder wer? Was ist der Psyk-Orden? Das war eine Gruppe von Magiern, deren Geschichte noch weiter zurückreicht als die des Kaiserreiches. Sehr mächtig, sehr verschieden. Seit gut 100 Jahren hat sie niemand mehr gesehen. Sie sind verschwunden, zusammen mit ihrer Zufluchtsstätte auf der Insel Artaeum. Ich habe keine Ahnung, was sie mit diesem Ort zu tun haben. Okay, let's go. Was lebt wohl? Ich habe gedacht, wir machen jetzt vorwärts. Oha. Okay, dann haben wir es gegeben. Ah, die macht 10 Schaden, die Axt. Die Axt macht 10 Schaden. Ja. Dann nehmen wir die Axt. Okay, die hat es auch angelegt. Macht mehr Schaden. Okay, gut. Ein Korumban, Wert 40. Was haben wir da? Durchsuchen. Auch 16 Goldstücke ist immer gut. Der alte Mann hat gesagt, wir sollen uns die Leichen anschauen und die Särge. Also machen wir das auch. Dann machen wir es auch. Haben wir da noch was zum Plündern? Ne? Das ist einfach faszinierend. Ein Hebel. Sowas hätte ich mir an einer gewissen anderen Türe gewünscht. Oha. Na, da müssen wir anscheinend eigentlich kämpfen. Geh fort. Und tschüss. So, wer will noch mal? Wer hat noch recht? Oder habt ihr schon? So etwas habe ich. Nordruinen noch nie gesehen. Seht euch nur all diese Särge an. Da lohnt sich ein Kind. So etwas habe ich in den Nordruinen noch nie gesehen. Seht euch nur all diese Särge an. Da lohnt sich ein genaueres Hinsehen. Ich würde gerne meine. Seid bereit, euch zu verteidigen. Ja, bin ich doch schon längst. Und oh, da lässt uns jetzt einfach alleine. Das ist ja ein geiler Kerl. Na, wenigstens ist unser Handlanger treu an unserer Seite. Vorerst. Vielleicht haut die auch gleich ab. Ah, die schaut schon so komisch. Das schaut sehr verdächtig. Naja. Ja, genau da dann. Was machen wir da? Oh, da ist einer. Super. Jetzt habe ich den Zauber verpatzt. Quatsch, nicht du. Du? Eisenschild. Kann man verkaufen.
Oh. Ach, da ist ja unser Feuerelementar. Sehr komisch. Und da haben wir gleich ein Knochengerippe. Oh, noch eins. Knochenmehl. Wo muss man lang? Ich habe gerade die Orientierung verloren. Ach so, da. Den burnen wir einfach mal weg. Wo liegt die Leiche? Ja, da. Blasenpilz. Wir brauchen schon sowas. So, sind wir hier richtig? Ja. Moment, da lang. Sind wir da? Ein normaler Stahldolch braucht man nicht. Ein Pelzhelm. Stahlpfeile. Gold. Zaubertränke. What did us await here? I don't know. So, gucken wir es mal da. Gold. Weil das sind auch manchmal Heiltränke drin. Oh, ein Silberring. Das sind auch oft Heiltränke da drin oder andere Tränke, deswegen gucke ich da immer. Wenn ich es nicht vergesse. Oh, das sind zwei. Ach, jetzt spielst du mit Pfeil und Bogen rum. Auf wen zieht denn die? Oh, das ist ein Mana-Trank. Wahl. Oh, Moment, das sind auch zwei. Aber jetzt machen wir erstmal den da weg. So. Jetzt muss ich mal überlegen, wie war denn das? So, da hinten Falge. Da hinten ist auch ein Falge. Was haben wir da hinten? Eine Schlange. Da hinten haben wir einen Wal, da hinten haben wir einen Falke. Da hinten haben wir einen Wal, da hinten haben wir einen Falke. Und dann ziehen wir mal den Hebelchen und hat geklappt. Oh, der hängt. Okay, jetzt ist er wieder runtergefallen. Die hat den Pfeil ins Auge geschossen. Ne, ins Ohr. Naja, ist auch wurscht. Ist ja auch egal, wo der Pfeil hin ist, Hauptsache tot. Oder untot. Oder naja. Ne, jetzt ist er, glaube ich, tot. Ich glaube, ich habe was gehört. Ah ja. Was macht ihr denn da? Ja, du stehst mir im Weg rum, Weibsbild. Ja, dann lauf mir doch nicht im Weg rum. Kein Rückzug, wir sind nicht in Frankreich. Wie die schon wieder Panik macht. Okay. Eine Urne Gold. Was haben wir da? Crap. Müll.
Eine Urne, Gold, Magietrank, jawohl. Gold, Granatstein, Seenstein. Feuerresistenztrank. Was haben wir da? Ein Eisenschwert, toll. Spinnenweben. Ach, die muss man gar nicht wegbrennen. Oder meine Falle. Die kann man einfach mit Magie wegmachen. Okay, ich habe gedacht, da ist eine Leiche, ein Gegner. Weil die kann man schon direkt angreifen, wenn sie da rumliegen. Ach. Das ist aber jetzt total idiotensicher. Schlange, Wal. Und die sich gerade von selber verändert. Wal, Schlange, Wal. Warst du das? Ne, Moment mal. So muss man das, glaube ich, machen. Schlange, Wal. Also stimmt doch. Adler, Wal. Wal, Adler, Wal, Schlange. Oder was tut es? Hast du die Dinger verdreht? Na, sag schon. Die schaut schon so verdächtig. Ich glaube, die gehört zum Feind und spioniert uns aus. Na, warte mal, dich werden wir noch sterben lassen. Ja, jetzt wo wir die Feinde eliminiert haben, kommt er schon wieder. Der Winning Team Joiner. Ah. Bin immer noch da. Ja, du bist immer noch da, aber nicht mehr lange. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. So, was haben die für eine Rüstung? Oh, die hat überhaupt keinen Helm. Dann kann ich ihr ja mal den Helm geben. Ne, Quatsch. So, okay. Ihr geht vor, ich folge. Ja, folg uns mal. Ah, die scheiß Falle da. Oh, this looks like interesting. Und this looks like we have to die. Also so etwas. Nun seht euch das an. Oha. Das bringt nichts, er bekommt auch keinen Schaden, siehst du das nicht? Nichts scheint zu funktionieren. Und jetzt? Beschäftigt. Jetzt ihm etwas von seiner Kraft zu entziehen. Ja, dann entzieh ihn mal Kraft oder so. Ich hol mal so ein Vieh dazu. So, entzieh mal Kraft und ja. Ihr lenkt ihn etwas ab. Ah, jawohl. Was haben wir da? Steigert Magiga um 30. Eine Axt. Eine Versiegelungsformel. Ja, du bist der Einzige. Objekte, Bücher, Versiegelungsformel. Gebunden sei hier Jörg Mörder von Verräter. Und Verräter. Verdammt durch euren Frevel gegen Fürst von Reich. Und Reich. Vergessen sein Name und Taten im Land eurer Väter und eurer Magien und unserem Schutz sauber weich. Naja. Da haben wir jetzt anscheinend eine Quest erhalten. Na, ist mir jetzt egal. Oh, wo ist denn die Leiche? Die müssen wir. Oh, die haben wir doch schon. Achso, die haben wir ja schon durchsucht.
Na, da haben wir ja noch. Was? Schlagene Rüstung. Ich gebe euch Deckung. Ja. Ich habe eine Rüstung für dich. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Ja. So. 3% weniger Magie oder 30 Magier? Nämlich, glaube ich, lieber die 30 Magier Punkte. Dann mal los. Ah ja. Müssen wir jetzt. Ja, was müssen wir jetzt? Das ist einfach faszinierend. Ja. Ja, was ist das für ein Ding? Sag mal. Ich habe keine Ahnung. Das ist erstaunlich. Wirklich erstaunlich. Der Erzmagier muss sofort informiert werden. Das muss er mit eigenen Augen sehen. Ich wage es nicht, das hier unbeaufsichtigt zu lassen. Könnt ihr zur Akademie zurückkehren und Savos Aaron von dieser Entdeckung unterrichten? Bitte beeilt euch. Was für eine Ausrede. Der will nur nicht durch den Schnee rennen und wir müssen da jetzt wieder durch den Schnee latschen. Der bleibt schön warm bei der schönen Kuchel und wir müssen wieder da rumrennen. Naja. Da haben wir einen Stab, kann man verkaufen. Da haben wir noch einen Trank. Da haben wir noch einen Korb. Da haben wir Gold, Granatstein. La 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 la. Da ist doch bestimmt irgendwo ein Ausgang, wo wir schnell rauskommen. Ah ja, da. Ui, eine Schatztruhe. Uiuiui. Ein Eisenhelm. Eine Kriegsaxt. Amethyst. Winziger Seeschein. Novizenrube der Illusion. Kann man verkaufen. Wo bist denn du? Da. Ich bin direkt hinter euch. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. So, der kann mir jetzt auch so eine Axt geben. Geht ihr voran? Was? 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 Naja. Was haben wir denn da? Eisform. Ach so, damit kann man Gegner einfrieren. Ich bin jetzt so der Freund von Eis. Ich mache lieber Feuer. Naja. Einfach mal weitermachen. Immer weiter, immer vorwärts. Immer vorwärts, rückwärts, nimmer. Immer vorwärts. So. Ja. Das ist doch ein Hebel. Ein Griff. Und dann, ja. Ah ja, da müssen wir eigentlich wieder rauskommen. Da oben. Und dann müssen wir den Erzmagier informieren. So, aber wir machen mal natürlich die Schnellreise. Obwohl, eigentlich ist es ja heute ein schöner sonniger Tag. Na, ist ja egal. Ah, die Ghetto Gang. So locker die Einstellung der Akademie auch ist, so gibt es doch einige Dinge, die nicht erlaubt sind. Ja. Was auch immer, davon will ich gar nichts wissen. Davon will ich lieber gar nichts wissen, sonst mache ich mich auch noch strafbar. Als Mitwissender. Was die für Pornheftchen anschauen, das ist mir egal. Das ist mir sowas von egal. Wir haben jetzt die Welt zu retten oder so oder wie oder was. Irgendwas. Irgendwas haben wir jetzt zu tun. So. Wo ist er denn? Ach, da ist er. Der schaut sich auch Bücher an mit Bildern. Was ihr hier lernt, lernt ihr fürs Leben. Vielleicht sogar für mehrere. Ihr seid noch ziemlich neu hier, oder?
Ich habe euch schon gesehen, aber wir haben uns noch nicht unterhalten. Nein, haben wir nicht. Dann möchte ich mich gerne vorstellen. Ich bin Savos Aren, Erzmagier der Akademie von Winterfeste. Ich bin sehr zufrieden, dass hier nahezu alle Aspekte der Magie erkundet und untersucht werden. Aber ich kann und werde keine Forschungen oder Experimente gutheißen, die Mitgliedern der Akademie absichtlich Schaden zufügen. Weichei, Weichei. Weichei, Weichei. Also genau, ich muss mit euch über Sartal sprechen. Bitte sagt mir nicht, dass noch ein Schüler verbrannt ist. Ich muss mich gerade schon um genügend Dinge kümmern. Wir haben so eine Art Kugel gefunden. Teufel wollte, dass sie sich ansehen. Ich verstehe. Ich hoffe, es gibt von Tolfdir noch eine genauere Erläuterung. Danke, dass ihr mich darauf aufmerksam gemacht habt. Tolfdir kümmert sich normalerweise um eure kleine Gruppe, oder? Da er anscheinend beschäftigt ist und ich diese Entdeckung mit eigenen Augen sehen muss, solltet ihr vielleicht damit beginnen, dieses Thema zu untersuchen. Genau, ich schau wieder, mach bloß nix selber. Sprecht mit Urak im Arkanaeum. Vielleicht kennt er etwas, das zu eurer Entdeckung passt. Und? Gute Arbeit. Wenn ihr das nächste Mal Nordruinen erforscht, könnte euch das hier womöglich helfen. Stab des Magerlichts. Toll, eine Taschenlampe. Toll. Okay, jetzt müssen wir in die Bibliothek, in die Betthöhle. Und, ja. Da müssen wir irgendwas machen, mit jemand sprechen oder so, oder wie, oder was. Naja, machen wir es einfach mal. Wo lang, wo? Ach, da sind wir ja schon richtig, okay. Hallo? Ich will euch nicht dabei erwischen, wie ihr mit einem dieser Bücher sorglos umgeht, ist das klar? Ja. Ihr seid nun im Arkaneum. Ich trage hier die Verantwortung. Es ist irgendwie mein eigenes kleines Reich des Vergessen. Ja. Stört mein Arkaneum. Und ich werde euch von wütenden Atronarchen in Stücke reißen lassen. Ja. Nun, braucht ihr Hilfe? Ich muss über euch etwas über eine Sache in Erfahrung bringen, die wir in Sartal herausgefunden haben. Ich weiß, was ihr wollt. Neuigkeiten. Ja, wieso fragst du dann, Horst? Hab wohl ein großes Rätsel entdeckt, was? Nun, ihr müsst nicht mal fragen. Nein, ich habe nichts für euch. Nicht mehr, jedenfalls. Was? Ich sagte, nicht mehr. Orton stahl einige Bücher, als er zur Festung Dämmerlicht ging, um sich diesen Beschwörern anzuschließen. Es war eine Art Friedensangebot. Ich glaube, einer dieser Bände enthielt relevante Informationen. Wenn ihr sie braucht, werdet ihr mit Orton reden müssen. Das war ja klar. Finde die gestohlenen Bücher 0 von 3. Oh Gott. Nicht genug, um etwas dagegen zu tun. Erzmagier Aren vertraut darauf, dass derartige Dinge sich von selbst bereinigen. Mir scheint jedoch, dass ihr euch nun um das Bereinigen kümmert. Viel Glück. Ja, danke. Ja, da muss ich wieder die Sache bereinigen. Und was will der jetzt? Ich hoffe mal nichts von mir. Ihr da, ich habe ein paar Fragen. Ach, geh fort. Ihr wart doch in Sartal, nicht wahr? Ich habe gehört, dass dort etwas gefunden wurde. Das geht dich einen Scheißdreck an? Vielleicht. Das ist mir durchaus bewusst. Bitte, beleidigt nicht mehr. Tolfdir ist also immer noch dort? Bei seiner Rückkehr erwarte ich einen vollständigen Bericht von ihm. Ach, geh fort. Was geht euch das an, Spotzfreund? In Sartal wurde etwas gefunden, das wichtig genug ist, dass Tolfdir ein neues Mitglied der Akademie allein losgeschickt hat, um es zu melden.
Wenn das nicht etwas ist, das jeden etwas angehen sollte. Besonders mich. Danke für eure Hilfe. Ihr dürft jetzt gehen. Ah, dir will ich noch echt mal in den Arsch treten, Spotsfreund. So, wo geht's denn hier raus? Ah, da. So, wo müssen wir denn hin? Da. Oder können wir ja dahin reißen? Schnellreise und dann. Obwohl, wir müssen ja auch von der anderen Seite, obwohl da, dahin und dann da und dann da. Aber ich gehe erstmal kurz nochmal in die Stadt, ein wenig Zeugverkauf. Und vor allem Heiltränke einkaufen. Ja, wir wollen schnell reisen, wir wollen. So. So, ab zum Händler. Wo ist er nochmal? Da, genau. Muss man ja einfach nur geradeaus rennen. Das sollte ich eigentlich noch schaffen. Toll ist noch zu. Wie viel Uhr haben wir denn? Ach so, noch eine Stunde müssen wir warten. Was? Immer noch zu? Wir haben schon 8. So, jetzt aber. Die Wache schaut schon so komisch. Lasst es mich wissen, wenn euch etwas gefällt. Huch, war ich das? Naja, egal.